Meister. Was? Hausmeister Krause. Und er ist so richtig gut drauf. Verdammte Sauerei! Und er bringt seine ganze Familie mit. Ich hab nichts damit zu tun. Lisbeth. Gottes Willen. Die Carmen. Na toll. Und den Tommy. Voll Seuche. Die Kultserie kehrt zurück. Das ist vielleicht ja keine schlechte Idee. Endlich normale Leute. Geil. Hausmeister Krause mit neuen Folgen. Freitag, 9:45 in Sat.1. Ja, danke. Jetzt losgehen, ja, oder? Jetzt okay. So, jetzt komm oh, ich. Vorsicht, nein, hier ist Besetzung. Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Mit Ingolf Lück. Anke Engelke. Marco Riemer. Und Bastian Pastewka. Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Hallo und alle, ganz herzlich willkommen zur Wochenshow. Mein Name ist Ingolf Lück und das sind unsere Themen. Pleite, Michael Jackson verkauft sein Hab und Gut. Ausgelassen, Mumm-Sekte feiert auf Teneriffa. Und trendy Abenteuerurlaub in Ägypten. Die Themen der Woche, oder man muss natürlich in dieser Woche sagen, das Thema der Woche, der Sexskandal um Bill Clinton, sorgt weiterhin für Schlagzeilen. Wie Sie wissen, brachte die Praktikantin Monica Lewinsky reichlich Bewegung ins Weiße Haus. Jetzt hat die Washingtoner Sexwelle auch Deutschland erreicht. Wenn das rauskommt... Was denn, Klaus? Ich sag nur Kino. Ich weiß Gott, du wirst doch wohl. Ach, du wirst doch wohl wissen, wovon ich rede. Die neue Praktikantin, die du letzte Woche im Kino vernascht hast. Mensch, Helmut, jetzt wo das mit dem Clinton ist. Ich weiß überhaupt nicht, was du hast. Ich hab nur ein bisschen gefummelt. Ach, komm, hör doch auf. Also jetzt pass mal auf, guck. Noch so ein paar bescheuerte Bemerkungen und ich erzähl alles über dein Skiwochenende mit dem Westerwind. Was denn? Ja, das traust du doch eh nicht. Titanic! Hollywoods teuerste Filmproduktion belegt weiterhin Platz 1 der Kinocharts. Gerade die weiblichen Kinobesucher verlassen unter Tränen die Vorführung. Zumindest seit gemeldet wurde, dass Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio homosexuell ist. Die Wahrheit über Titanic erfahren Sie natürlich nur bei uns in der Wochenschau. Stuart! Sir? Ich hätte gerne noch etwas Eis für meinen Drink. Kein Problem, Sir. Stuart an Brücke, Captain Hart, Steuerbord. Zum Wohlsein, Sir. Danke. Und auf ein langes Leben. No. Oh. Ach, was ist denn jetzt los? Sie haben zu viel Eis im Kopf! Bei der Schwimm-WM im australischen Perth war Franziska von Almsick nur noch beim Interview die Erste. Was der Goldfisch in der letzten Woche so alles erlebt hat, das sehen Sie jetzt in Franzis Tagebuch. Liebe Tagebuch. Ich schreibe dir jetzt, was mir alles passiert ist in der letzten Woche. Am Montag war ich in Australien, da bin ich Motorboot gefahren und mein Freund Wasserski. Der kann das echt super. Am Nachmittag hat mit den eingeborenen Karpfen gespielt. Die waren aber ganz schön zurückhaltend. Dienstag, ich hab mir neue Handschuhe gestrickt. Die sind echt super bequem. Danach habe ich so hart trainiert wie noch nie. Naja, vielleicht ein bisschen zu hart. Donnerstag hat der Playboy Fotos von mir gemacht. Ich glaube, ich habe echt Talent als Model. Blöd ist nur, dass ich so viele Schuppen habe. Danach, auf der Heimfahrt, musste ich mir einen Pickel ausdrücken. Da ich halt nicht so aufgepasst und da hat's dann bumm gemacht, wa?
Freitag, weil alle sagen, ich wär doof wie Brot, hat mir heute eins gekauft. Wir haben uns auch sofort super verstanden. Das war meine Woche, wa? Tschüss, Tagebuch. Zu einem gleichfalls ernsten Thema. Vor wenigen Augenblicken, meine Damen und Herren, wurde in Lingen an der Ems der kolumbianische Botschafter Coqueth auf offener Straße entführt. Einzelheiten dazu nun von unserem Sensationsreporter Bastian Pastewka. Große Aufregung hier in Lingen, meine Damen und Herren. Sie sehen die Bilder. Polizeiwagen schwärmen aus und Suchtrupps durchkämmen die Stadt. Hier in dieser unscheinbaren Reihenhaussiedlung wurde vor einer knappen halben Stunde der kolumbianische Botschafter Coqueth in seinem Dienstwagen entführt. Wir sprechen mit einem Augenzeugen. Sie haben alles von diesem Fenster aus sehen können. Genau. Ja, dann erzählen Sie uns doch bitte, was Sie gesehen haben. Ja, sicher. Pass auf. Hör, von welchem Fernseher seid ihr überhaupt eigentlich? Hier? Sat 1, die Wochenshow. Die Hör mal, das kenn ich doch, du! Hör mal, klasse! Weiter so! Danke, Anke, komm, ich geh zum Fernsehen! Hör mal, jetzt mal wegen Grüßen, pass auf, also ich grüße Günni, Kudel, Bunzi und Fiete, ja, aber zur Witte, zur Titte, zum Sack, 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 Hacke, 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 bitte, was hier passiert ist. Es geht hier um eine Wäsche. Ich hab alles gesehen, ja? Seit ich mit Ariel wasche, fühlt sich meine Wäsche viel kräftiger an. Also, Sie können hier wirklich jetzt nicht das. Nein, ich glaub aber genau so haben Sie gerade so. Ich hab das alles gesehen, nur ich alleine. Ich grüße vom Salon Wäsche, Uschi, Gabi und Siggi und alle, die mich kennen. Einschalten! Es scheint doch sehr schwierig zu sein, an Informationen zu kommen. Linien grüßt den Esther Welt! 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 Jetzt hat er es kaputt gemacht! Du entschuldige dich dafür, du Alter! Tut mir leid. Wieso klappt doch mal doch nicht hier bei mir? Da spielt die Musik der armen Kerl da! Es tut mir leid wegen meine des Fresse, des Fresse, des Fresse, des darf ich was sagen? Bitte komm los, komm zurück zu mir! Wegen Samstag, ich hatte doch nur einen Videorekorder! Jetzt zurück in die Wochenshow. Also, von wem gibst du die zurück? Du gehst mal schön zur Tanke und holst uns ein paar Flaschen Pilz, aber kalt oder wie immer auf offen, ja? Also, von der Vordermaß, komm mal her, ja? Also, da kamen zwei Typen, kamen aus der Hecke raus, Herr Müller MP. Ja, die haben den Wagen vom Botschafter gestoppt, dann sind sie rein, ruckzuck abgefahren und weg waren sie. Ja, das war doch mein Sohn, der Olaf, mit seinem besten Freund Rüdiger. Genau, damit zurück nach der Wochenshow. Babsi, komm zurück zu mir. Ja, ehrlich. Und gleich sehen Sie noch in der Wochenshow neuer Skandal um die Girlie-Band Spice Girls. Rum die Sportabteilung der Wochenshow und Sex-TV Monika Lewinsky zu Gast bei Brisco Schneider. Also bleiben Sie dran. Geschichten aus dem Paulanergarten. Gut, besser, Paulaner. Rover 75 Tourer. Rover, a class of its own. Willkommen zurück zur Wochenshow. Und das sind die weiteren Themen. Fortschrittlich, Jagdhunde stellen auf Fahrräder um. Nach König von St. Pauli, ganz Chemnitz verrückt nach schweinischer Unterwäsche. Und bewiesen, Gebiss stört beim Blasen. Wir bleiben beim Thema Blasen. Die britische Girlie-Band Spice Girls räumte bei den American Music Awards kräftig ab und gewann gleich drei Auszeichnungen. Geschmackloseste Kleidung, miserabelste Texte und schlechtester Film. Wie schon bei Tic-Tac-Toe kriselt es nun auch bei den britischen Mädels.
Hör mir mal zu, wenn ich jetzt anfange, wirklich unsere ganzen alten Kamellen aus der untersten Schublade rauszuholen und anfange zu diskutieren und mich zu äußern, dann werdet ihr beide nur noch Scheiße rufen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich bin es ziemlich alt. Wir sollten Rücksicht auf dich nehmen. Wir sollten dich in Ruhe lassen, weil es dir nicht gut ging. Das hat deine Mama selber gesagt. Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das Spiel. Zu einem anspruchsvollen Thema. Das Auktionshaus Christie versteigerte in der vergangenen Woche ein frühes kubistisches Gemälde von Picasso. Der neue Besitzer ist sogar mit dem Künstler verwandt, allerdings nur um drei Ecke. Auch Da Vincis Mona Lisa soll demnächst versteigert werden. Vorher wird sie jedoch noch geliftet. Unsere Nachwuchsreporterin Malaike Lisiewski sprach mit dem Restaurator. Hallo, das hier ist die Werkstatt des berühmten Pariser Louvre. Hier werden die ausgestellten Meisterwerke liebevoll restauriert. Restaurator Xavier Delerue arbeitet zurzeit an dem historischen Rahmen der weltberühmten Mona Lisa. Der Rahmen ist sozusagen ein peu in die Jahre gekommen. Ich verwerte bei der Restauration eine Mixtur aus Salpetersäure und leichter Hitze. Halten Sie mal die Lampe, ist nicht heiß. Merci bien. Très bien. Sagen Sie, das sieht ja nach einer sehr filigranen Arbeit aus. Braucht man da nicht ein ganz ruhiges Händchen? So ein peu avec Fingerspitzengefühl. geben Sie mir noch mal einmal... Oh, mon Dieu! Ah! Ja, Ingolf, du siehst Fragen über Fragen. Und damit zurück zur Wochenshow. Bei dem ständigen Stress und der Hektik unseres Alltags finden wir kaum noch Zeit, uns auf uns selbst zu besinnen. Wir haben heute Abend einen Mann eingeladen, für den Ruhe und Besinnlichkeit nicht nur eine Floskel, sondern Lebensinhalt sind. Begrüßen Sie mit mir Bruder Antonius, Schweigemönch aus dem Kloster Trier. Bruder Antonius, Sie sind Schweigemönch und haben nicht mehr gesprochen seit nunmehr 24 Jahren. Sie können den Stuhl, der ist übrigens in der Höhe verstellbar. Ja? Schweigen bedeutet für Sie ja wirklich Lebensinhalt. Das heißt, wenn man 24... Verdammte Scheiße! Ja, das war's dann wohl. Vielen Dank, Bruder Antonius, für dieses Gespräch. Und nun, der Nachrichtenüberblick. Für den Standfesten, Anke Engelke. Der Nachrichtenüberblick. Bonn-Bundeskanzler Helmut Kohl liegt in Umfragen deutlich hinter seinen Mitbewerbern für die Bundestagswahl. Deshalb arbeitet er nun an einem neuen Image. Bonn. Finanzminister Theo Weigel forderte gestern von den Abgeordneten mehr Offenheit. Er selbst ging dabei mit gutem Beispiel voran. Du Klaus, dein Papa ist eine Knackwurst. Pass bloß auf, selber Knackwurst du. Tokio. Am Dienstag trafen sich die Staatschefs der führenden Industrienationen zu Gesprächen in Japan. Die Organisation des Staatsbesuches ließ jedoch zu wünschen übrig. Sesse zu klein für Papa. Nix Mutter. Bonn. Der frühere Bauminister Klaus Töpfer ist auf der Suche nach einem neuen Betätigungsfeld. Schon auf dem Arbeitsamt stößt er dabei auf unüberwindbare Hindernisse. Guten Tag. Können Sie mir sagen, wo der Eingang ist? Ich muss zur Anmeldung. Oh, leider nicht. Keine Ahnung. Wissen Sie vielleicht, wo der Eingang ist? Nö, weiß ich nicht. Ja, ja, kann man wohl nichts machen. Versuche ich es mal rein. Ja. Bis. Tschüss. Wiederschauen. Jo. Der Allgemeine Automobilclub Deutschland empfiehlt beim Autokauf die Farbe des Wagens sorgfältig auszuwählen. Insbesondere auffällige Farbtöne würden zur Verkehrssicherheit beitragen. Da, guck mal, da hier, der Johannes Bekerner, den sehe ich ja so gerne im Fernsehen.
Aber sag mal, weißt du, wofür der B steht bei denen in seinem Namen? Keine Ahnung. Brechmittel wahrscheinlich. Das kann ich jetzt aber gar nicht glauben. Ach, ist mir doch egal. Verdammte Hühnerhaugen hier. Sag mal, Vater, hast du das Auto eigentlich gestern Nacht noch in die Garage gestellt? Du warst um den Herbert wieder jetzt unterwegs. Jetzt kommt die alte Leier wieder. Ja, sicher habe ich das Auto in die Garage gestellt. Ja, ja. Was, das Auto? Hm? Nee, muss ich noch. Ganz schnell jetzt, ganz schnell. Ja, der, was ein Kasperkram hier. Und sag Bescheid, wenn ich. Ja, sicher sag ich Bescheid, wenn was ist. Du, Mutter? Hm? Das neue Heimsolarium, ist das noch im Kofferraum? Ja, bring das gleich mit, du, ne? Nicht, dass das jemand klaut. Ich mach mich da nur noch ein bisschen runterlegen, ich bin weg. Das war der Nachrichtenüberblick. Zurück zu danke. Danke. Die Benzinpreise in Deutschland, meine Damen und Herren, sind doch in dieser Woche wieder gefallen. Das bedeutet, tanken wird billiger. Außer für diejenigen, die immer nur für 20 Mark tanken. Für sie ändert sich nichts. Unser Mann. Hey. Wusste doch, das kommt an. Also, für sie ändert sich nichts. Fragen wir mal nach, was wirklich Sache ist. Unser Mann an der Tankstelle Westfalenpower in Hagen-Haspe hat andere Sorgen. Ich rufe Karl-Heinz Fritzenkötter. Hallo Karl-Heinz. Karl-Heinz, wie ist denn die Verkehrslage? Ich guck mal kurz. Ja. Keine besonderen Störungen. Du bist ja nicht immer hier so, ne? Aber wir haben schon ein ganz schönes Verkehrsaufkommen hier in der Gegend. Weil Hagen ist ja von der Bedeutung her vergleichbar mit Städten wie Hamburg, München, Berlin. Ja, doch, von der Brückenfunktion her. Für die Sauerländer zum Beispiel ist Hagen das Tor zur Welt. Gut, für den Rest ist es das Tor zum Sauerland. Aber ansonsten ist es schon nichts. Ja? Ich musste zum Beispiel neulich nach Köln zur Verwandtschaft. Ja? Dann bin ich losgefahren hier so freitagsmittags 12:30, beste Fahrzeit. Dann war ich in Köln so freitagsnachmittags gegen 6, ja, meine gut, keine 6 Stunden, kannst du nicht meckern. Und mit dem Fahrrad wäre ich auch nicht schneller gewesen. Sonnenhause. Kaum war ich auf der Autobahn, ein Stau, ja, ich fiel nichts mehr ein. Und dann hatte ich noch meinen Schrauber, den Gerd, dabei. Der hat einen Termin in Köln. Und dann wurde der nervös, ja. Und wenn der nervös wird, dann kriegt der Blähungen. Du sitzt eine 5 Minuten mit dem Mann im Auto, du denkst, du hast getönte Scheiben. Und wenn man mal ehrlich ist, es macht ja auch keinen Spaß mehr mit dem Autofahren heutzutage. Man fährst du tagsüber, hängst immer im Berufsverkehr, ja? Da kannst du deinen Wagen 3-mal die Woche in eine Krabbelgruppe schicken, damit der überhaupt noch Bewegung kriegt. Und fährst du nachts, hängst du immer mit 80 Sachen hinter so einem litauischen Lastwagen, ne? Dann ist irgendwann mal endlich die linke Spur frei. Ich denke, gut, Karl-Heinz, jetzt kannst du mal überholen. Kaum ziehe ich nach links rüber, kommt dann natürlich von hinten so ein Möchtegern-Schuhmacher. Donkey, Hochglanzkiste. Brettert auf mich zu und versucht mich mit seiner Lichthupe von der linken Spur zu bügeln. Da heißt es erstmal BMW. Bügelbretter müssen warten. Dann schaltet Onkel Fritzenkötter erstmal ganz piano in dritten Gang runter und dann gibt es erstmal eine halbe Stunde Synchronfahren mit dem Lastwagen neben. Ich bin doch nicht bescheuert. Ich habe ja extra den Aufkleber hinten am Wagen. Ich bremse auch für Lichthuper. Aber was jeder Bescheid, ja? Aber die Härte sind ja die Typen, die mal auf den Autobahnbrücken stehen und einem zuwinken. Kennen Sie die? Ich habe immer das Gefühl, ich ziehe einen Krieg, ja? Danke, Karl-Heinz, das Gefühl kenne ich auch. Und zwar vom Winterschlussverkauf. Ist ja eines der wichtigsten Themenmoment, der Winterschlussverkauf, er läuft auf vollen Touren. Das bedeutet wieder früh aufstehen und Sachen kaufen, die man nicht braucht, mit Geld, das man nicht hat. Wer keine Lust hat, sich im Gedränge am Grabbeltisch blaue Flecken zu holen, kann auch bequem von zu Hause aus einkaufen. Im Fernsehkaufhaus. Das Problem, es ist Freitagabend und Sie wissen nicht wohin. Zu schüchtern für die Disco? Keine Freunde? Alles was Ihnen bleibt ist Derrick? Dann kommen Sie doch zu Eugen. Ja, zu Eugen, denn zu Eugen können Sie immer kommen. Zu Eugen können Sie nicht nur am Freitag kommen, nein, auch am Samstag. Oder am Sonntag.
und sogar am Wochenende. Zu euch kommen, das heißt Stimmung, Spaß und andere Sachen. Millionen von Menschen sind mit Eugen zufrieden. Ja, ich war auch bei ihm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, seit ich bei Eugen war, bin ich endlich zu mir selbst gekommen. Sehen Sie, so begeistert werden auch Sie sein. Also kommen Sie zu Eugen. Zu Eugen können Sie nicht im Handel kommen. Eugen ist nur zu Hause erhältlich. Zögern Sie nicht und hissen Sie jetzt das Telefon neben Ihrer Landesflagge. Hallo liebe Rumfreunde, schönen guten Abend und ganz herzlich willkommen bei Rum. Poolbillard, das war das Thema, auf das ich mich gestern den ganzen Abend vorbereitet habe. Mann, war ich überrascht, als ich heute hörte, dass es hier um Fußball geht. Denn die Rückrunde der Fußball-Bundesliga hat wieder begonnen und wir haben auch illustre Gäste hier heute im Studio. Bitte begrüßen Sie mit mir ganz herzlich den Trainer des FC Bayern München, Giovanni Trapattoni. Guten Abend, Herr Trapattoni. Lassen wir das, ja. Abend auch, ja. Ist ja große Freunde. Nee, Herr Trapattoni, Freude. Sie meinen Freude, nicht Freunde. Sie ist eine große Freunde. Nee. Freunde, Herr Trapattoni Giovanni. Ich habe heute Morgen einen lustigen Reim gehört, der ging etwa so. Ob Nudel, Pasta, Cannelloni, alles frisst der Trapattoni. Na, war wohl doch nicht so gut. Wie? Sehr gut. Bellissimo, sehr gut. Capisce, ist eine große Freude. Ja, Freude. Sie kennen sich mit sowas besser aus. Ich esse lieber Fleisch. Giovanni, Ihre Mannschaft war ja in der Hinrunde nicht so erfolgreich wie... Wie stehen Sie dazu? Ich sage mal so. Können die Spieler natürlich halten den Ball. Er bekomme den Reh, das Agelt, ist er immer lauter. Aber nie können kommen, wenn Kaiser schieße. Donnerwetter, ich habe kein Wort verstanden, aber kommen wir gleich zu unserem nächsten Gast, liebe Rumfreunde. Es ist der Bundesliga-Schiedsrichter Stefan Holschke. Herzlich willkommen. Herr Holschke. Diese große Freude. Na, Freude, Herr Trapattoni, das heißt Freude. Ne? Freude, schöner Götterfunken. Deutsches Liedgut. Ja, genauso wie Hoch auf dem gelben Wagen. Kennen Sie das, Herr Trappa Giovanni? Sie, gelbe Altitudos. Danke, dann frage ich lieber Herrn Holschke. Hoch auf dem gelben Wagen sitze ich beim Schwager vorn, so geht's ja ungefähr, nicht? Da frage ich mich natürlich immer, wessen Schwager ist das? Alle Achtung, würde sagen, kommt drauf an, wer da noch mit so auf dem Kutschbock sitzt, ja. Oder? Zum Thema, Herr Holschke, Sie pfeifen seit 12 Jahren in der ersten Liga. Können wir da mal was hören? Ich habe gewusst, dass Sie diese Frage heute stellen würden, Herr Liefen. Und deshalb habe ich auch etwas vorbereitet. Oh! Das können Sie hier sehen. Sagen Sie, kennen Sie die Angst des Torwarts beim Elfmeter? Ja, kenne molto bene. Und unsere Oli Kahn immer große Probleme. Nein, es geht um deutsche Literatur, Herr Trapattoni. Daraus habe ich eine Oper gemacht und einen kleinen Ausschnitt möchte ich hier präsentieren. Die Angst des Torwarts vorm Elfmeter. Ein Singspiel von Stefan Holschke. Dritter Akt, zweite Szene. Der Strafstoß. Meine Fresse, das nenne ich große Kunst. Und
Und hat der Gehalte der Elfmeter? Ich habe keine Ahnung. Aber sagen Sie, ich habe da heute Morgen, was Sie betrifft, so einen frechen Reim gehört. Der geht, ob Nudel, ob Pasta, ob Nudel, Pasta, ob Nudel, Pasta. Cannelloni, alles frisst der... Nee, Herr Holtzke, so gut ist er nicht. Wie geht der Reim? Vergessen Sie, es macht Ihnen eh keine Freude. Keine Freunde? Freude, Herrgott, nochmal, es heißt Freude. Nur mal halblang, Freunde. Ja, zurück zum Thema. Deutsche Literatur? Nee, Poolbillard, Bundesliga. Ja. Herr Trapattoni, was haben Sie dafür für eine Firma eine Meinung? Habe vorbereitet auch. Iris, diese ist eine grüne Rasse. Ja? Mache echte Calabrese, lerne mit der Poste und das Raube in der Latte, Signore. Und komme mit den Spieler. Das. Allora, prendi volta, qua. Und macht echte Freude. Ja, macht irgendwie Sinn, was Sie da sagen, Herr Dr. Trapattoni. Was meinen Sie, Herr Holtzke? Ja, ich habe da heute Morgen noch so einen frechen Reim gehört. Der geht, wer kommt vom Platz mit dicken Eiern? Es ist der Trainer vom FC Köln, wollten Sie wohl sagen. Signore, jetzt gucke. Ja. Jetzt gucke. Hut ab! Hut ab! Komm mal weiter! Oli kann, ne? Siehste, muss der Mario nicht mehr rauchen. Und gebe ab zu die Matthäus, Lothar Matthäus, große Kunst. No? Ja. Komme, Dribbling und Suss. Vorbei! Na, so nicht! Ma che questa volta! Na ja! Du frittatone, la questa lo è! Di cazzo! Alla presto, Maia! Non so! Voilà! Na, was sage ich immer? Das war aber eine ganz, ganz schön harte Entscheidung, liebe Freunde. Aber was sage ich immer? Der Rotwein hat seine eigenen Gesetze. Die Flasche ist rund und der Trainer ist besoffen. Vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Cannelloni. Und das war's. Bis zum nächsten Mal, liebe Rumpffreude, Freunde. Mario, ich tu dir jetzt mal was sagen. Wenn du was erreichen willst, sei es ob im Fußball oder allgemein, dann zieh bitte nie mehr so einen beschissenen Pullover an. Das ist das Wichtigste, was es gibt. Lauter, für diese Worte muss ich dir Dank sagen und muss mit dir natürlich auch anstoßen. Prost. Prost. Zu den Schlagzeilen der Woche. Michael Schumacher setzt sich überraschend für den Umweltschutz ein. Schon in der kommenden Rennsaison will er auf dem Nürburgring Tempo 100 einführen. Es stellt sich natürlich nur die Frage, was macht Schumi mit seinen Konkurrenten? Was macht er mit Frenzen und mit Villeneuve? Ganz einfach, er will Fahrgemeinschaften bilden. Aber das ist noch nicht alles. Schumis ganz persönlicher Beitrag zum Umweltschutz ist allerdings sein völlig neu entwickelter Rennanzug. Dieser verbrennt völlig rückstandsfrei. Ein unglaublicher Vorfall beim Beginn des Winterschlussverkaufs gab es in einem Kaufhaus in Köln. 5 Minuten nach Öffnung des Hauses gab es eine Schlägerei. Das ist absoluter Rekord. So lange hat es noch nie gedauert. Und hier eine Frage, die alle Wehrpflichtigen interessieren dürfte. Darf eine Soldatin Callgirl sein? Na klar. Mal sehen, was passiert, wenn sie vor versammelter Mannschaft stillgestanden brüllt. Supermodel Claudia Schiffer will ihr Ferienhaus auf Mallorca loswerden. Sie sagt, es sei einfach zu gefährlich geworden in den neuen Bundesländern. Und jetzt natürlich das Thema der Woche. Trotz aller Peinlichkeiten lässt sich Bill Clintons Ehefrau nicht beirren. Hillary Clinton stellt sich vor ihren Mann. Gut für Bill, da kann er es weiter hinter dem Rücken treiben. Das waren die Schlagzeilen der Woche. Die Presseshow wurde Ihnen präsentiert von Oral C. Der Zahnbürste für Praktikantinnen. Die Krise im deutschen Einzelhandel, meine Damen und Herren, zwingt immer mehr, ja, geben Sie ruhig, wenn es Ihnen gefallen hat.
Die Krise im deutschen Einzelhandel zwingt immer mehr Händler zum Umdenken. So wird man in vielen Geschäften nicht mehr um 18 Uhr, sondern erst um 20 Uhr aus dem Laden geprügelt. Doch, es geht doch ganz anders. Das ist Stefan Zeinfeld. Nach einer mehrjährigen Tätigkeit als Umlaufmittelplaner bei der chemischen Industrie VB Chemische Werke Bauna wechselte er in den Einzelhandel. Mit Erfolg. Seine Philosophie: Humor steigert den Umsatz. Ich war dreimal Mitarbeiter des Monats. Und dann irgendwann habe ich der Geschäftsleitung meine Ideen vorgetragen. Und jetzt bin ich Filialleiter. Was in der Obstabteilung begann, breitete der neue Filialleiter auf den gesamten Supermarkt aus. Lustige Ideen der Mitarbeiter werden honoriert. Der Kassiererin Helga Hockauf winkt ein Bonuscheck in Höhe von 250 Mark. A und O in Stefan Zeinfelds lustigem Supermarkt ist der Überraschungseffekt. In dem festen Glauben, dass sich seine Strategie auszahlt, hat Zeinfeld bereits seinen Mitarbeiterstab erweitert. Dieser Spaßdetektiv beispielsweise gehört seit einer Woche zum fröhlichen Supermarktteam. Ohoho! Was haben wir denn da? Ein Dieb, ein Dieb! Wir haben einen Dieb! Mit einer Aktion ist Stefan Zeinfeld aber scheinbar über sein Ziel hinausgeschossen. Nach der Einführung der lustigen Spaßpreise bleibt der erwartete Kundenansturm aus. Dennoch, das Konzept macht Schule und so eröffnete gleich neben dem Supermarkt eine lustige Tankstelle. Bleibt zu hoffen, dass diesem Beispiel auch in anderen Branchen nachgeeifert wird. In unserer heutigen Gesellschaft werden alte Menschen oft ausgegrenzt. Nicht so in der Wochenshow. Sehen Sie deshalb jetzt unsere Nachrichten für Senioren. Willkommen zu den Seniorennachrichten. Bonn. Bonn! Bundesarbeitsminister Norbert Blüm hat eine besondere Beziehung zu Damen gehobenen Alters. Bei den Senioren stößt seine direkte A-Art jedoch nicht immer auf Gegenliebe. Hallo Mädels. Na? Hallo Herr Blüm. Macht euch schon mal frei, gell? Das hätte der wohl gern. Der alte Bock, der spinnt. Frankfurt! In Frankfurt eröffnete gestern die neue Seniorendiskothek Leander. Zum Auftakt gab es ein heißes Animationsprogramm des Seniorenstiftes Drei Eichen. Und nun zu einem Thema, was vielen von Ihnen seit Wochen unter den Nägeln brennt. Nägeln brennt! Rheumadecken aus Katzenfell wurden im vergangenen Jahr um 0,3% teurer. Das sind 0,3% mehr als noch im vergangenen Jahr. Wir kommen zu unserem Senioren-Gourmet-Tipp. Hallo, liebe Kochfreunde, heute zeigen wir Ihnen das Lieblingsgericht von Sieglinde Meier aus Herne: Eisbein Cookie. Denn die haben wir einmal die Originalzutaten ganz einfach in unseren Mixer hineingegeben. Das Fleisch möglichst nach unten positionieren, so ist ein besseres Durchpürieren garantiert. Den Deckel drauf und einmal kräftig durchpürieren, liebe Freunde. Wie Sie wissen, haben wir wenig Zeit beim Fernsehen. Deswegen haben wir das Originalmenü schon einmal für Sie vorbereitet. So kommt es original aus dem Mixer. Einfach hier auf den Teller gegeben und Sie sehen, es ist eine bekömmliche und eine wunderbare Mahlzeit. Das Auge ist ja mit, deswegen ein bisschen garnieren und dieses Gericht passt in jede Schnabeltasse. Das war's, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Heinz Lustigmann. Zum Schluss unserer Sendung noch unser beliebtes Quiz. Die Frage heute: Wann begann unsere Sendung? War es A,
1914, B, gerade eben oder C, welche Sendung? Zu gewinnen gibt's eine Unfallversicherung für die gefährlichen Seniorennachmittage im Wohnstift. Also A, B oder C. Die richtige Antwort schreiben Sie einfach auf einen Zettel und vergessen das Ganze. Das waren die Seniorennachrichten. Heute, was ist eigentlich eine Matz? Eine Matz ist ein Filmbeitrag, der in einer Sendung eingespielt wird. Manchmal lässt so ein Beitrag etwas auf sich warten. Wahrscheinlich kommt gleich der Beitrag. Ich habe das Gefühl, dass unsere Matz klemmt. Jetzt müssen wir leider ganz kurz warten. Aber es geht sicher gleich weiter. Der Beitrag müsste jede Sekunde kommen. Das kommt leider noch immer. Fehlende oder falsche Matzen führen im Studio häufig zu Verwirrung. I was last here before the war. When I see what they're doing today, Sie haben es gesehen, Sie haben es auch gehört. Wir haben gerade den falschen Beitrag eingelegt. Jetzt aber nochmal der Versuch. Und jetzt kommt die richtige Matz, also der richtige Beitrag. Peak of popularity and prosperity in the 20s and early 30s. Then in 1961 the Berlin. Auch das war gerade ein. Das auch. Ja, ich sehe gerade auch. Das ist eigentlich nicht der Beitrag, den wir jetzt sehen wollten. Das scheint unglaublich schwierig zu sein, so eine Eurovision zustande zu kriegen. Ist der Schwede Stefan Edberg mit von der Partie. Sollte eine Matz kommen? Bitte nächste Meldung sofort. Die Nachfolge des entlassenen Tomislav Ivic an. Bitte weiter, durchlesen. Manchmal kommt von einem Beitrag nur der Ton. Das ist peinlich, denn schließlich ist man ja beim Fernsehen. Aufatmen, nach mehreren Monaten Schwerstarbeit. Der Reformvorschlag liegt auf dem Tisch. Doch für Norbert Blüm fängt die Arbeit erst richtig an. Jetzt muss er in den eigenen Reihen und bei der Opposition für das Paket werben. Wer hat den besten Riecher für Profite? Die Spielregeln. Fred und Chasey durften jeweils von... Heute also... Ja, das war die falsche Matz, Sie haben es gemerkt. Wenn eine Matz dann auch noch falsch geschnitten wurde, ist das besonders ärgerlich. Fußballbund hingegen dementiert die Vorwürfe heute energisch. Das ist alles, das ist ja geschnitten, Himmelscheiße. Kommen wir zu einer neuen Ausgabe von SexTV mit dem Mann, der sie alle liebt, Prisco Schneider. Hallo, liebe Liebenden. Mein Name ist Prisco Schneider. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr eingeschaltet habt zu SexTV. Das hier hinter mir ist mein Sessel. Und da setze ich mich jetzt mal rein. Wir wollen auch heute wieder ganz unverkrampft über Sex reden. Naja, und Sex beginnt natürlich nicht einfach so aus heiterem Himmel. Da macht man ja sicherlich irgendwas vorher. Zum Beispiel schick essen gehen oder einen Scheck ausstellen. Aber eine Sache macht man natürlich immer vor der Liebe, sich ausziehen. Los, zieh meine Bluse aus. Und jetzt zieh meine Strümpfe aus.
Und jetzt zieh meinen BH aus. Und wenn ich dich noch einmal in meinen Klamotten erwische, dann kannst du das erleben. Ja, liebe Liebenden, wir haben uns heute mal ein aktuelles Thema zum Anlass genommen. Das Thema heißt Sex mit Präsidenten. Bill Clinton ist ja momentan in aller Munde. Aber wir haben heute hier die Frau zu Gast, die ihn besser kennt als irgendjemand sonst. Es ist die Praktikantin der Liebe, es ist Monika Lewinsky. Willkommen! Hallo! Hallo Monika, how are you today? Oh, danke schön, Brisco. Es geht mir sehr gut heute. Thank you. Ach, Monika, du sprichst Deutsch? Ja, und ich kann auch perfekt Französisch. Naja, das habe ich mir gedacht. Ja, sag mal, Monika, du behauptest ja in aller Öffentlichkeit, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten einen... Ja, richtig, ganz genau, Brisco. Ja, was mich und die lieben Liebenden zu Hause jetzt natürlich brennend interessiert, ist natürlich, wie schmeckt so ein Präsident? Oh, Brisco, im Grunde nicht anders als zum Beispiel Carter oder Reagan oder Kennedy. Oh ja, Carter, wie schmeckt denn Carter? Carter, Erdnuss, er schmeckt nach Erdnuss. Aha. Und wie schmeckt Reagan? Reagan, habe ich vergessen. Ja, und wie schmeckte jetzt Kennedy? Kennedy, der schmeckte nach Mehl, nach Puderzucker und Marmelade. Hä? Naja, er hat gesagt, ich bin ein Berliner. Eine Frau, die den amerikanischen Präsidenten am Geschmack erkennt. That's right, Brisco. Das finde ich toll. Sag mal, hast du schon mal überlegt, bei Wetten, das aufzutreten damit? Oh, vielleicht mit einer Saalwette? Yeah. Eine Saalwette, das finde ich gut. Ja, das finde ich klasse. Ich muss aber doch mal fragen, ich habe gehört, Bill Clinton hat an seinem Glied ein sehr unveränderliches Merkmal. Was hast du da so bemerkt? Was ich wohl gesehen habe, waren Buchstaben. Buchstaben, also eine Tätowierung. Mhm. Und was waren das für Buchstaben? Da stand U, K, W, Z, H. Ukowitze. Und was bedeutet das? Ich habe das erst später erkannt, was es wirklich heißt. Da stand und kein Wort zu Hillary und auch sonst zu keinem, sonst gibt's Ärger mit der Justiz. Das ist ja unglaublich. Mhm. Sag mal, was hast du uns da mitgebracht? Oh. Ich habe in mein... Hier, das ist mir ganz wahnsinnig wichtig. Das ist der Bettlaken, auf den Bill und ich zusammen. Und das hat er mir als Andenken gegeben. Und ich werde hiervon ein DNS-Untersuchung machen lassen, damit alle wissen, dass ich nicht lüge. Das heißt, du hast mit dem Präsidenten da Liebe drauf gemacht. Ja. Da sind also jetzt noch Reste vom Präsidenten dran. Ja, das kann ich gerne mal Ich weiß nicht, zeigen, ob du das zeigen sollst. Wie es aussieht. Liebe Liebenden, das ist die Praktikantin der Liebe, Monika Lewinsky. Zum Schluss zeigen wir jetzt noch einen Tipp für all die lieben Liebenden, die keine Praktikantin bei sich haben. Na, mal wieder allein zu Hause? Keine Lust auszugehen und attraktive Frauen kennenzulernen? Ja!
probieren Sie mal wieder die unmöglichsten Dinge, um sich selbst zu befriedigen? Sind auch Sie auf der Suche nach immer extremeren Methoden der Onanie? Wenn Sie alle drei Fragen mit Ja beantwortet haben, dann drohen Ihrem besten Stück dauerhafte Schäden. Ja? Probieren Sie doch einfach mal den Rubbelmeister. Die Vorteile von Rubbelmeister liegen auf der Hand. Er ist geschmeidig, er ist sicher und er hat mehr Finger als eine herkömmliche Hand. Sie werden begeistert sein. Es funktioniert. Sichern Sie sich jetzt den Original-Rubbelmeister im gut sortierten Fachhandel. Liebe Liebenden, das war Sex TV für diese Woche. Gleich geht's weiter mit der Wochenshow. Wir sehen uns wieder in der nächsten Woche und bis dahin liebe ich euch alle. Ciao!